Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Wir machen uns heute an die letzten Parallelquests. Auf jeden Fall fangen wir mal an und sehen, wie weit wir kommen. Wir beginnen mit Freezers Angriff. So, wir kommen natürlich mit und die beiden Super Saiyajin Götter. Freezers Angriff. Besiege Gold Freezer. Den machen wir fertig, würde ich sagen. Was wollt ihr beiden Spackos da eigentlich? Ihr habt doch mal überhaupt keine Chance. Sag mal. Ah, Freezer mischt auch ein bisschen mit. Beschützt seine beiden Untertanen. Das wird sie aber nicht retten. Keinen der beiden. Den verprügel ich jetzt einfach so, bis er komplett down ist. So, das war mal der erste. Da ist doch noch einer. Da ist einer. So, Super Saiyajin. Und dann kommt Marilyn Monroe. Na, wie? Ach, da kam noch einer. Ach so, die beiden, die außenrum, die sind, glaube ich, nur Deko. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sollten uns auf Freezer konzentrieren, weil wenn er down ist, dann ist das ganze, der ganze Kampf wahrscheinlich geschafft. Also sobald er sich dann in Gold Freezer etc. verwandelt hat, natürlich. Das Ziel ist ja, Gold Freezer zu besiegen. Das heißt, er wird sich noch verwandeln vorher, auf jeden Fall. Come at me, Bro. Come at me, bro. Oh, ein bisschen aufladen. Oh, oh. Geh weg von mir. Ich weiß. Ich widerspreche mir selber. Zuerst come at me, bro. Und dann geh weg von mir. Konnte mich gerade nicht so ganz entscheiden, was ich jetzt tatsächlich sagen soll. Ich musste mich ja aufladen. Sag mal, die hören einfach nicht auf, die beiden Spucker. Beziehungsweise da kommen halt wirklich immer wieder welche. Und sich in meinen Final Flash zu stellen, ist eine schlechte Idee. Das habe ich schon mal irgendjemandem gesagt. Irgendwie, die Leute lernen einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Die wollen einfach nicht lernen. So, mein kleiner Freezer. Mein kleiner Kühlschrank. Her da. So. Jetzt würde er sich gleich verwandeln. Ja. Genau. Und 100% erst? Nein. Er wird direkt zum Golden Freezer. Warum bist du so sauer, Freezer? Jetzt mach dir doch keinen Stress. Gold Freezer. Final Flash. So, mein... No, mein Kleiner. So nicht. So nicht, habe ich gesagt. Hinterher. Und Final Flash. Jawohl. That's how I fucking like it. Aber wir sollten uns mal den Super Saiyan erstmal wieder verwandeln. Sag mal. Oh, goddammit. Mitten in der Super Saiyan-Verwandlung hat er uns gestört. Ja, kleine Scheiße. Das kriegt er aber zurück. Das kriegt er aber so richtig zurück. Und, jawohl. Der sitzt, meine Freunde. Und nochmal. Perfekt. So kann es weitergehen. Also wenn es so weitergeht, haben wir ihn relativ bald down. So viel hat uns dann doch nicht entgegenzusetzen. Und den Final Flash hinterhergefeuert. Jawohl. Jetzt müssen wir uns trotzdem kurz wieder aufladen. Oh oh. Finde ich aber gut, dass die beiden da für uns das abgefangen haben.
Nochmal Glück gehabt. Ah, die beiden sind fast down, hey. Glück. This may kill you, sagt er immer. Und dann kommt doch nichts Vernünftiges dabei raus. So. Ja, wir werden Son Goku natürlich rächen. Na, da geht er down. Perfekt, geschafft. Rang B. Super Angriff, Herrscherschlag. Nice. Sehr schön. Son Goku hat keinen Kampf für uns, okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier weiter mit freier Platz. Besiege Bills. Das klassische Team. Ich glaube, daran wird sich jetzt erstmal auch nichts mehr ändern. Freier Platz. Ah, Whis ist auf unserer Seite. Hm, ZZL aktiviert. Whis, du bist in einen Haufen getreten. Was? What the fuck? Wow. Jetzt sind wohl erstmal die beiden Götter hier dran. Na gut, dann kümmern wir uns doch erst um die beiden. Ja. Definitely. Was denkst du denn, Son Goku? Natürlich haben wir brav trainiert. Immerhin bist du unser Meister. Wir wollen dich nicht enttäuschen. Außerdem wollen wir dir aufs Maul hauen können. Wenn es sein muss. Aber Mist, ich habe mich in den Super Saiyan verwandelt. Das wäre mal eine Idee, ne? Das halte ich ja für eine super Idee. So, jetzt haut der Final Flash doch gleich nochmal viel mehr rein. Genau so muss das sein. Wow, this is getting fun. Da stimme ich dir zu, Son Goku. Jetzt macht es so richtig Spaß. So, hatte dein komischer Wegblock-Angriff da nicht weiter geholfen, ne, nicht wirklich geholfen. Oh doch, für uns sieht es verdammt gut aus, mein Kleiner. Na? Ach na eben, wie geht das dann auch noch da? Alter. What the fuck? So. Hey, nicht ausweichen. Kleiner Feigling. Jawohl, beide erwischt. Ich hab so Vegeta neben mir zappeln sehen. und. Son Goku ist down, jawohl. Vegeta ist auch schon fast down. Hey, haben die beiden ja ganze Arbeit geleistet. Aber die haben es zu zweit nicht geschafft, Vegeta down zu kriegen, während wir nur mit Son Goku beschäftigt waren. Aber gut, immerhin haben wir jetzt beide erstmal erledigt und müssen weiter ins nächste Gebiet. Wo geht's denn dahin? In die Ödnis. Na dann. Alter. What the? Fuck. Ja, vielleicht hätten wir mit Piccolo anfangen sollen. Der hat bestimmt nur einen Lebensbalken. Ah, hat er doch nicht. Scheiße. Wir haben beide zwei. Hätte ich nicht erwartet. Nicht von Piccolo. Aber umso mehr Spaß macht's doch. Den Final Flash drauf zu boxen. Beziehungsweise habe ich erstmal Lust, eine Genki-Dama abzufeuern. Auf unseren kleinen Son Gohan. Ausgewichen ist er. What's that? Yeah, where's it coming from? I don't know. Ah, shit. So, nochmal. Jetzt aber. Jawohl. Und der Final Flash hinterher. Komplett daneben. Natürlich, warum auch nicht? Warum auch nicht? Piccolo?
Was soll denn der Scheiß? Wo ist Son Gohan? Da unten. Spock da rum. Kein Kamehameha. Das lasse ich nicht zu. Dafür kriegst du einen Final Flash. Was hältst du denn davon? Und nochmal, das dürfte es dann auch gewesen sein. Jawohl. Dann ist Piccolo der Nächste. So, erst laden wir uns mal wieder ganz kurz auf. Ganz wichtig. Und dann machen wir uns erstmal auf den Weg zu Piccolo. Na, okay. Was hältst du eigentlich von der Genki-Dama? Oh, Mist, natürlich daneben. Was auch sonst. You're stronger than I expected. Will ich doch meinen. Jahrelanges hartes Training. Gar nicht mal so gewöhnlich. Okay, dann geht es weiter. Da sind wir hergekommen. Dann geht es da hinten weiter. Nochmal ganz kurz aufladen, dass wir auch wirklich volle KI haben. Und dann geht's wieder zurück in den Himmel. Ah, genau. Perfekt. Jetzt kommt Lord Beerus oder auch Bills. Finisher? Oh shit. Wer kommt denn jetzt noch? Ach, jetzt wendet sie sich gegen uns oder was? Die haben ja beide drei Lebensbalken. Okay, kümmere ich mich halt doch erst um Bills. Wenn er sich schon so schön anstellt. Alter. Sag mal. Wow. Alter. Das sehe ich genauso. So. Steh wieder auf. Genau. Ja, ich wollte... Ach Mist, ich wollte ja was einpacken, das die ganze Gruppe heilt. Komm. Lass den doch mal wieder aufstehen hier. Komm. Boah, so kurz davor. Scheiße. Ah, Son Goku ist wieder aufgestanden. Wie geht das wieder aufgestanden? Jetzt. Scheiße. Jetzt habe ich nicht mehr meine Kapsel nehmen können. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Verdammt. Ende. Okay. Son Gohans Trainingsanzug. Alles klar, ja gut. Dann würde ich sagen, wir machen die letzte Parallelquest noch. Wehraffenfest. Ich hab's irgendwie im Kopf, dass wir das schon mal gemacht haben, aber es ist noch ein Stern dabei. Also, let's go. So, wir kommen wieder mit. Und die beiden kommen wieder mit. Wehraffenfest. Besiege drei Wehraffen. Auf geht's. Hier werden sie schon mal nicht sein. Ja, die Zensile von Vegeta ist immer geil. Vielleicht bist du einfach nur blöd. Finde ich genial. Und auf geht's. Nappa, die haben wir mit Sicherheit schon mal gemacht, die Quest. Aber gut. Wundert mich, dass er als neu anmarkiert war. So, jetzt geht das wieder los. Herausfinden, welche Stelle wir gerade treffen müssen. Wirklich Schaden nimmt er gerade noch nicht. Ah, komm, mal die Genki-Dama draufkloppen auf den Kleinen. Na, sein Schwanz hat schon mal ein bisschen Schaden genommen.
Dann machen wir da noch weiter, genau. Perfekt. Komm. Mist. Komm, einmal schön den Final Flash ins Gesicht. Das muss doch auch Leben abziehen. Ernsthaft. Haben wir da irgendwas Tolles noch? Ha. Irgendwie nicht so wahnsinnig. Oh, verdammt. Oh, wir sind kein Super Saiyan mehr. Mist, habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Scheiße. Komm, leave me the fuck alone. So, Super Vegeta 2. Und dann schauen wir doch, ob wir es nicht schaffen, seinen Schwanz etwas zu malträtieren. Das klingt irgendwie falsch. Sag mal. Wow. Der war gut. Nochmal. Komm. Komm. Die anderen beiden müssen doch auch mit drauf kloppen. Hopp. Na, es ist ja tatsächlich gerade ziemlich. Na, da geht was. Und jawohl, KO. Puh. So schnell müsste es immer gehen, aber manchmal zieht es einfach nichts ab. Gut, dann geht's weiter. Warte mal, von da sind wir gekommen. Wo ist die andere? Da hinten. Auf geht's in die Berge. Welcher Werf ist hier? Vegeta, oder? Ja. Sah grad so aus, jawohl. Erkennt man doch schon an der Rüstung, dass das Vegeta ist. Na, hey. Was ist denn der so? Ja, was ist das für eine Attacke? Er haut halt einfach um sich, wie ein Affe halt. Au. Ich wollte doch nur etwas näher ran, um ihn besser zu erwischen. What are you doing? Was macht ihr denn? Ihr habt noch gar nichts wirklich zusammengebracht hier. Und mich fragen sie, was ich mache. Witzbolde. Komm schon. Mist. Dann ziehen wir uns ganz kurz zurück und laden uns wieder auf. Komm. Schneller. So, ist doch schon fertig. Hm. Alles klar, da war er weg. Komm. Es muss doch ein bisschen mehr abziehen, Leute. Ernsthaft. Sag mal. Ach so, weil da ist die Levelgrenze, deswegen. Komm. No. Kriegt deine Genki Dama ab. Hat auch nichts gebracht. Haben wir gar nichts. Mitten ins Gesicht, sonst hat ihn nicht interessiert. Kein Stück. Oh. Vegeta schon mal down. Alles klar. Alles klar. Komm. Das muss doch, jawohl. Jetzt haut's so richtig rein. Gleich nochmal. So. Jetzt geht er down. Jawohl. Puh. Holy shit. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Wollte mich erstmal wieder in den Super Saiyan verwandeln. Da war er tatsächlich schon so weit wieder. So, Kapsellandeplatz, da sind wir hergekommen. So, das zweite Portal muss da hinten irgendwo sein. Ja, wo ist es denn?
Da hinten, ich hab's gesehen, jawohl. Auf geht's in die Ödnis. Baby, ah, okay, es ist tatsächlich neu. Sehr schön. Na dann, machen wir Baby fertig. Be nicer to girls. Nee, doch, wir haben das schon mal gemacht, glaube ich. Wo ich den Satz jetzt gerade schon wieder gehört habe, dieses Be nicer to girls, das kam mir doch sehr bekannt vor. Auch wenn wir mehrere Kämpfe mit Paaren gemacht haben, aber trotzdem, also ich glaube echt, wir haben das schon mal gemacht, das Werfenfest. You can do it! Jawohl, we will do it! Wir sollten erstmal eine Kapsel nehmen. Ganz wichtig gerade. Alter, der haut ja ganz schön rein, der Kleine. Voll draufgestapft auf Son Goku und Vegeta. Alter. You weakling. Jetzt hört mal auf. Sag mal. Was soll denn das? Jetzt lass die halt mal aufstehen. Boah, KO. Alter, ich war voll aufgeladen. Holy shit. Alter, wie ist denn das passiert? Der spielt wirklich nicht rum. Leck mich am Arsch, Leute. Hoho. Wow. War mal richtig heftig. Ja. Na dann. Also der haut echt richtig rein als Werfer. Wir haben nur noch 4 Minuten, um ihn fertig zu machen. Gibt's ja nicht. Jetzt aber, jawohl. Komm, nochmal. Eigentlich müssten jetzt alle draufhauen. Mist, es reicht noch nicht ganz. So, wieder ganz aufladen. Wir haben gerade alle fast kein Leben mehr. Das ist nicht gut. So. Jawohl, so muss es weitergehen. Unbedingt. Komm, nochmal. Mist. Das hat schon wieder nicht so gut funktioniert. Komm schon. Jawohl. Ja, KO. Finisher. Wow. Oh, shit. Okay, irgendwo ist jetzt nochmal ein Gegner gekommen. Wahrscheinlich da. Oder auch nicht. Hier auch nicht. Ja, viele Möglichkeiten bleiben nicht mehr. Eigentlich kann es nur hier in den Bergen sein. Jawohl. Bardock. Ach du Scheiße. Oh. Wir haben nur noch 2,5 Minuten. Hä? Wer ist denn das da noch? Das ist aber nicht Son Goku. Zum Glück. Ich hab mir schon kurz Sorgen gemacht, dass wir noch gegen Son Goku aufkämpfen müssen.
Oh fuck, hey, aber Bardock ist schon heftig genug, danke. In 2 Minuten gegen so ein Werfen. Ich glaube nicht, dass das was wird, wenn ich ehrlich bin. Alter. Komm schon. Es müsste nur mal richtig abziehen. Dann hätten wir ihn ja relativ schnell geschafft. Komm schon. Los. Boah, na schauen. Das hat doch funktioniert. Hä? Scheiße, wir haben keinen Mist. Hab ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. You don't say, time is running out. Ach, das funktioniert ja blendend bei ihm. Na, schaffen wir es vielleicht sogar noch. 2-mal Final Flash drauf und dann dürfte es das tatsächlich gewesen sein. Komm, 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 komm. Nein! Komm. Und KO. Boah, in der letzten Sekunde. Holy shit. Nur noch 18 Sekunden. Aber geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Rang S? That's amazing. Ja, alles klar. Damit haben wir eigentlich alles gesehen, alles erlebt, alles gespielt, was es so gab. Ich schaue jetzt nur noch ganz kurz, ob es nicht doch noch neue Quests geben würde. Aber nein. Wir haben tatsächlich alle erledigt. Wir haben alle Stories gemacht, inklusive der DLCs. Wir haben alles freigeschaltet soweit, bis auf ein paar Sachen, die es nur durch die 7 Dragon Balls und Shenlong freizuschalten gibt. Wie ein paar Charaktere, die leider noch fehlen. Das werde ich wohl privat einfach ein bisschen ohne aufzunehmen machen. Dieses Let's Play endet damit hier. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Lasst mir einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns bei unserem nächsten Let's Play Projekt wieder. Also, bis bald.